Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Und ein merkwürdiges Quest jagt das nächste. Erst hatten wir die komische, diesen Ehekrach zwischen zwei Geistern. Jetzt hat jemand, ich weiß nicht, warum Geralt das gemacht hat, aber jetzt hat hier ein alter Knacker, der eine junge Frau hat, eine junge Liebhaberin, wobei eigentlich war ja er der Liebhaber der Frau, weil die war ja wohl verheiratet oder so, oder hat einen Mann. Und hatte aber einen alten Liebhaber, das habe ich nicht ganz verstanden. Egal, auf jeden Fall hat der halt die Hoden, die Eier von einem, von einer Bronzefigur geklaut, weil diese angeblich für besonders starke Potenz sorgt, was ich zu bezweifeln wage. Da muss ich lang. Ach so, hier ist eine Tür. Ja, wenn es Nacht ist, sieht man nicht. Aber ich will nicht jedes Mal immer direkt wieder auf. Also bis morgens meditieren. Ich finde es auch ganz cool, mal nachts aktiv zu sein. Auch wenn man dann durch weniger sieht. Ich meine, ich kann natürlich ein bisschen Fackel anmachen. Da unten ist er. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Reginald. Ich finde, das klingt sehr, sehr merkwürdig auf Französisch. Ich meine, Reginald ist an sich jetzt kein wirklich geiler Name, aber Reginald, das klingt echt merkwürdig. Jetzt überlege ich doch, ob ich bis zum nächsten Morgen warte, weil ich will sehen, ob man dann wirklich dieses Geschlecht erkennt, wobei das, den Questgegenstand, den man bekommen hat, war einfach nur ein großes Lorbeerblatt, meiner Meinung nach. Aber wir gucken mal nach, Ahornblatt, wie auch immer, ein großes Blatt halt. So, ich mache jetzt mal bis nächsten Morgen und hoffe, dass dann. Aber Moment mal, es ist ja schon der nächste Tag. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch einen Tag ranhängen. Wir gucken mal. Ja. Also es war ja schon um 2 und er hat ja gesagt, komm morgen wieder. Das heißt, das mache ich zwar noch ungerner, aber wir müssen mal bis zum nächsten Tag meditieren. Ha! Tatsache! Aber wie gesagt, das ergibt keinen wirklichen Sinn, dass. Also man kann die Hoden erkennen hier unten, wie ihr seht. Nur den Penis nicht, aber. Ja, warum das Blatt da drauf ist, verstehe ich nicht so richtig. Also erstens ist es ja sowieso nur Kunst, künstlerische Freiheit. Zweitens sieht man ja in dem Spiel auch so genug nackte Haut. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Hat er jetzt schön rangegriffen oder was? So, was habe ich denn jetzt für einen Buff drauf? Wo kann ich denn sehen, was das für ein Buff ist? Stimmt beim Charakter, oder? Was ist denn das für ein Buff? Fuck! Muss man da irgendwo nachschauen können, oder? Aber ich weiß gerade nicht, was ich machen muss, damit ich das sehe, was es ist. Wieso sieht man das nicht hier im Charaktermenü? Keine Ahnung. Schade, ich will wissen, was der Buff macht, verdammt. Moment, wenn ich Tabulator mache. Ah, die Macht von Reginald, aber. Ja, was heißt denn die Macht von Reginald? Und es geht eine Stunde, das ist auch geil, aber. Ja, was macht er denn? Was macht denn die Macht? Verdammt! Ich will das wissen. Aber erst müssen wir uns ein neues Nebenquest raussuchen. Ja, das ist auch hier unten in der Nähe. Dann gehen wir da mal hin. Such auf dem Stadtfriedhof nach Moreus Grab. Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Sorry, sorry. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein. Der Hexer ist aber nicht so hässlich, wie man sagt.
Stimmt, vielleicht sind jetzt die Frauen heiß auf mich. Mit der kann ich schon mal nicht reden. Stimmt es, dass man in Novigrad kalt Reginaldo Bries zurück! Ja nicht. Nicht versäumen! Gleich Karten kaufen! Nur bei mir! Sieht aus wie Yennefer, die Typen, die Frauen in der Kappe. Egal, ich weiß wie gesagt nicht mehr, was das für ein Quest jetzt ist, dass wir da auf den Friedhof müssen, also was da genau passiert, aber... 3.05 Uhr? Habe ich bis 3 Uhr geschlafen? Ich dachte, ich hätte bis um 5 geschlafen. Also meditiert, egal. Ach so, ich glaube, das Meditieren hat zwischendrin abgebrochen, ne? Ach, ist auch egal, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Spielt auch keine Rolle. Wo sind wir denn lang? Warum sind wir denn nicht hier lang? Oh Gott. Metinator. Toussaints mächtige Flüsse sind nicht der einzige Handelsweg, auf dem der Wein des Herzogtums verlässt. Im Frühjahr wird das Sans Retour allerdings zu einem reisenden, kaum noch schiffbaren Strom und die örtlichen Exporteure nutzen weniger katastrophenträchtige Transportwege. Sie schließen sich zusammen und bilden Karawanen, die sie mit bewaffneten Eskorten über Land schicken. Das Hauptexportziel ist Metina, dessen Hauptstadt ebenfalls Metina heißt. In Toussaint scherzt man gern, dass die Metiner mit dem Wein ihre berühmte Fantasielosigkeit zu heilen versuchen. Haha, du Scherz. Ja schön, wir sind gerade einen totalen Umweg gelaufen, hätten wir auch Plätze nehmen können, aber jetzt ist auch egal. Aber ich mag gerade das Licht so. Erinnert an die blaue Stunde. Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal gucken, was jetzt nochmal das Quest hier war. Wie gesagt, kein Plan. Und da ist auch schon das nächste Kreuz. Ach nee, das hatten wir ja schon. Julie wolle sein, wolle sie, keine Ahnung, wie das gesprochen wird. Sie wollte diesen kleinen Panther unbedingt haben. Oh. Kann man hier jedes durchlesen? Krass. Sarah Faukonier, trinkt das nicht. Bestimmt ganz lustig, das hier alles anzugucken, weil da schon ein paar lustige Sachen draufstehen. Raphael de Jan, die Rekruten marschieren stets in der Frontlinie. Sind das quasi so eine Art letzte Worte eines, in dem Fall Soldaten? All jenen, die für das Herzogtum starben, die sind unvergessen. Ah, ein allgemeiner Grabstein. Also ich werde jetzt nicht jeden durchlesen, keine Angst. Alessandro Boretti, der berühmteste Buclero ist in ganz Britannien. Na komm, eins will ich noch. Matthias Il Nutil kam mittellos nach Beauclair, starb als reicher Mann. Glückwunsch. So reicht. Such auf dem Stadtfriedhof nach. Falsche Seite. Patrick Molins quatschte sich um Kopf und Kragen. Das ist es nicht. Oh, was ist denn da unten wieder los? Ertrunkene, ne? Ja. Wahrscheinlich kein Bock drauf. Thomas Moreau, Professor. Elas Cavani, alter Endol, Nefte, Elas, alter Corazon. Corazon ist Spanisch, bedeutet Herz. Closan a El Liren. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dol Nefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt El Liren. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Dann folgen wir halt dem garstigen Dieb. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Vielleicht aber auch ein Halbling. Mal sehen, wohin die wohl führen. Vielleicht aber auch ein Halbling. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Yen geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dol Nefte, das Tal der Neuen, erwähnt. Sieh auf der Karte von Yennefer nach, wo Dol Nefte ist. Oh Gott. Oh, woher weiß ich jetzt, was die Karte von Yennefer ist? Okay, das wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ich kann ja nichts drauf lesen.
So, Questgegenstände. Es muss ja hier links mit drin sein, ne? Aber das ist die einzige Karte, oder? Aber ich kann nichts davon erkennen. Der auf der Karte markierte Ort ist jetzt überflutet. Der Sans-Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Okay, das ist sehr weit weg, wie wir sehen. 610 Schritt. Wir können also zum nächsten Quest. Das ist weiter weg. Ich glaube, mindestens eins war noch hier. Mindestens ein Quest. Warum müsste noch mal näher gewesen sein? Besiege Kellerbürste im Faustkampf. Ah! Sehr gut. Why not? Dann gehen wir uns erstmal ein bisschen boxen. Da war noch ein zweiter Faustkampf in der Stadt hier. Und bei Witcher 3, also beim Hauptspiel, haben wir ja auch diese Faustkampf-Quests alle abgeschlossen. Wir waren dann die großen Meister. Erwartet einen Herausforderer. Seine Zunge ist so vernichtend wie seine Freunde. Da wird doch der Rhein sauer. Rettende Pelagierer? Willst du mitmachen? Ich denk drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst, denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Geil, auf jeden Fall, dass die Stimme von dem Typ gar nicht gepasst hat und auch schon von 100 anderen genommen wurde. Also andere Charakter hatten diese Stimme auch schon und die passt gar nicht zu dem. Das ist eine Stimme von dem älteren Mann, nicht von so einem Jungen. Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler, ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Okay, dann los. Oh, für 100 sogar. Ich brauche Kohle, Mann. Klar, legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Alter, wir müssen ganz, ganz schnell den besiegen, damit es aufhört. So jämmerlich und blöde klingst du es immer. Lieber kämpfen als reden. Verschrobene Beleidigungen brauche ich nicht. Ich kenne wirksamere Methoden. Bei Witcher 2 war es, glaube ich, da gab es auch... Na, wie lange soll ich noch machen? Den schweren Angriff. Ich habe gerade herausgefunden, dass es hier auch einen schweren Boxangriff gibt. Okay, wir können zwei schwere Angriffe durchbringen und die ziehen mehr ab als die leichten, deswegen mache ich die. Als Mann weniger Worte und noch weniger Scherze beweist der Hexer Kampfeswillen. Geralt hat Kerlbürste geplättet. Kerlbürste, steht das für Kerl wie Mann? Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Charlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Okay. So, jetzt können wir direkt zum nächsten Mal, wenn mich nicht irre, war da auch gleich hier, genau. Okay, der ist relativ weit weg, aber den gehen wir auf jeden Fall hin. Nicht mal 200 Schritt. Nilfgaardische Botschaft, Moment, neues Wegkreuz. Das Herzogtum Tussar ist ein Vasallenstaat des Kaiserreichs Nilfgaard. Herzogin Anna Henrietta ist die rechtmäßige Herrscherin der Region, doch tatsächlich ordnet sie sich dem Willen ihres älteren Vetters Emir Far Emreis unter.
Es geschah sicherlich nur aus Fürsorge für die gnädige Herzogin und ihr kleines Reich, dass der Kaiser in Toussaint eine Botschaft eröffnete und dort eine Handvoll Würdenträger einsetzte, die in Toussaint leben und mit ihrer umfassenden Erfahrung die Herzogin in ihrer durchlauchtigsten Entscheidungen unterstützen. Ein Vasallenstaat also. Oh, das wollte ich nicht. Sowas in die Richtung dachte ich mir schon, dass die nicht eigenständig sind, weil ich mich schon gewundert habe, wie die in dem Konflikt hier überleben können, wenn sie, ja, gar nicht mal so groß sind und dann zwischen dem Kaiserreich und Britannien stehen. Weiß immer noch nicht so... Weiß immer noch nicht so richtig, was mir das jetzt bringt, diese Hodenkraft quasi, aber egal. Nichts versäumen! Gleich Karten kaufen! Ich guck nur kurz nicht, dass ich hier irgendeinen neuen Händler aufdecke und vergesse, dahin zu gehen. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Der Hexer! Ein Mann der Tat, ein Mann der Ehre, nicht wahr? Sorry. Wo muss ich denn hin, Alter? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Also, kämpfst du nun oder nicht? Der Mann mit der eisernen Maske oder was? Bin natürlich dabei für 100... Ich fordere dich zum Duell. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Sah auf jeden Fall ziemlich komisch aus mit seiner Frisur. Na komm schon. Ach, das klingt total wie eine Frau. Ist das eine Frau? Kann das sein? Das ist eine Frau, würde ich sagen. Die einfach nur entsprechende Klamotten anhat, damit sie halt dicker aussieht. Also das ist ausgestopft, meiner Meinung nach, die Klamotten, damit sie halt männlicher aussieht. Aber das sollte eine Frau sein. Mund halten und kämpfen. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Das machen wir jetzt nicht, weil das weiter weg ist. Es sei denn, es ist durch Zufall halt das Quest, was am nächsten dran ist. Ach, Idiot, habe ich gerade eben angeguckt. Das ist weiter weg. Wilder Wolf. Das ist auch weiter weg. Papierkrieg. Ah, Papierkrieg. Stimmt, das war doch die Kohle, die der Typ da für einen Auftrag... Also wir haben so einen Typen in der Stadt getroffen, der gesagt hat, hier, bla bla bla, wir hatten uns da und da gesehen. Ich glaube, als ich das letzte Mal hier war, habe ich einen Auftrag für ihn erledigt und da konnte er mich nicht bezahlen. Deswegen hat er dann, als er das Geld hatte, ich aber schon weg war, das Geld auf eine Bank gebracht. Auf ein Konto angelegt und jetzt hat er mir gesagt, wo das Konto ist und dass ich es abholen kann und dass es wahrscheinlich dicke, fette Zinsen gibt. Deswegen... ja, bin ich mal gespannt, wie viel Kohle da jetzt drauf ist. Wie haben wir denn eigentlich?
Boah, nicht mal mehr. 5000. Das wird immer weniger. Jedes Mal, wenn ich drauf gucke, ist es irgendwie weniger als vorher. Ich weiß auch nicht. Halt, ist das hier ein neues Wegkreuz? Le Grand Place. Aber ich würde Place auf Französisch ausgesprochen. Place? Le Grand Place? Keine Ahnung. Toussaint, größter Marktplatz, platzt fast vor farbenfrohen Ständen. Hier findet man Händler aus aller Herren Länder. Es heißt, was man auf dem Markt von Beauclair nicht findet, das gibt es nicht. Natürlich kann man Weine aller Rebsorten und Jahrgänge erstehen, aber auch Schiefer aus Adaiso, Vlies und Basana, Toussaint, Merinos und Olivenöl aus den Hainen von Duntine. Oder Duntin, oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Scheiß drauf. Ich muss tagsüber nochmal herkommen. Es ist 6:01 Uhr. Ich muss tagsüber nochmal herkommen. Hallo! Zu holen? Wozu haben wir eigentlich? Ich muss tagsüber. Also wollt ihr mich verarschen? Was ist denn tagsüber bei euch? Bis um 8. Also. Ja, wie kann ich dir helfen? Willkommen in der Chianfanelli Bank. Der hat mich doch gefragt, wie er mich helfen, wie er helfen kann. Stimmen. Ja, ich wollte gleich mit der Frau reden und jetzt nicht lesen. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich muss Geld wechseln. Ach ja. Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. 327 Kronen. Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Gerald von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Man muss immer. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Eieiei, ich hab's also, gewusst. Wo ist Schalter 1? Da ist ein Haken. Kennt ihr das? Wisst ihr, woher das ist? Welche Hommage das ist? Asterix und Obelix, wo sie die ganzen Aufgaben erledigen müssen. Und eine Aufgabe ist, Passierschein A38 zu holen in so einem Gebäude, Bürogebäude. Und die müssen dann die ganze Zeit hoch und runter rennen, um diesen Passierschein zu finden, was dazu führt, dass sie dann verrückt werden. Und ja, das machen die jetzt hier gerade nach. Ich bin echt gespannt, wie lange das dauert jetzt. Passierschein A38. Viel Glück dabei. Danke. Oh Gott, es wird ewig dauern. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Das machen wir in der nächsten Runde weiter. Also wir machen es dann morgen weiter. Ist es so geil. Ich habe es irgendwie gewusst. Ich bin reingegangen, habe Schalter 3 gelesen, dachte, oh mein Gott, das ist doch jetzt bestimmt mit Passierschein A38. Sehr, sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert.